Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Nachdem man uns bereits 50 Tage auf eine neue individuelle Icon-SBC warten lassen hat, müssen wir sehr wahrscheinlich sogar noch viele weitere Tage warten. Aber ich denke mal, diese SBC ist ein Vorbote darauf und schlichtet doch einige Gemüter, denn wir haben jetzt eine mit Prime Icon Spielerwahl-SBC und diese werden wir natürlich in diesem Video auch lösen. Ich zeige euch da einen günstigen Lösungsweg, wenn man es überhaupt günstig nennen darf, denn wir bezahlen ca. 920 bis 1 Million Coins. Ja, natürlich immer abhängig auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Ihr habt ganze 9 Tage Zeit, diese einmalig abschließbare SBC zu erledigen und wir starten rein. Es gibt ein paar Packs zurück, nicht der Rede wert. Hier haben wir ein 12,5k Pack und die anderen sind nicht titelbar, beziehungsweise ca. 10k wert. Also ja, vom Value her ist es nicht der Rede wert, aber dennoch nehmen wir sie mit. Und vielleicht haben wir ja, oder ihr habt das Glück, etwas Gutes aus diesen Packs zu ziehen. Aber deswegen machen wir es natürlich nicht. Wir wollen hier die Lösung sehen und in der ersten SBC, ich nenne euch und schreibe euch auch in der Videobeschreibung die jeweiligen Preise der SBCs mit dazu. Und wir starten rein in das 85 Gesamtteam. Hier benötigen wir einen Team aus Weak-Spieler, eine Team-Gesamtbewertung von 85, eine Team-Chemie von 55 und natürlich 11 Spieler. Wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr habt dafür, wie gesagt, schon 9 Tage Zeit, diese SBC abzuschließen. Wartet vielleicht noch zu den Rewards und ersnipet euch die Spieler, also immer eher bieten. Und dann spart euch noch ein paar Coins. Und ja, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC abgeschlossen. Sie kostet uns ungefähr 170.000 Coins. Schauen wir uns jetzt die zweite an. Wieder ein 85 Gesamtteam, aber hier benötigen wir genau 2 Team aus Weak-Spieler. Wie gesagt, eine Teamgesamtbewertung von 85, Team Chemie 50 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Falls ihr Kayo sucht, das ist der Kayo in der dritten oder beziehungsweise vierten Position. Er hat schon seinen zweiten Inform, das ist der aktuelle und für 12,5 bekommt ihr diesen Spieler. Und damit haben wir auch die zweite SBC abgeschlossen. Der Preis für diese gute SBC liegt aktuell bei 195k. Jetzt kommen wir zu den zwei letzten 86 Gesamtteam und natürlich benötigen wir auch hier einen weiteren Team aus Weak-Spieler. Dort haben wir Haller genommen. Eine Teamgesamtbewertung von 86, eine Teamchemie von 45 und auch hier wieder 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go. Und damit ist die dritte SBC gelöst und wir bezahlen für dieses Team ca. 255.000 Coins.
schauen wir uns jetzt die letzte SBC an und dann sind wir durch. Und ich drücke euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Glück, dass ihr was Gutes zieht. 87 Gesamtteam ist hier erforderlich. Team Chemie 40 und natürlich 11 Spieler. Und auch hier ein letztes Mal gehen wir noch durch. Let's go. Und damit haben wir auch die letzte SBC vollständig gelöst. Und ja, ich drücke euch da wirklich die Daumen, dass ihr wirklich etwas Gutes zieht. Die potenzielle Chance, einen spielbaren, ja, spielbaren Spieler, so jetzt habe ich es richtig, mitzunehmen, ist bei dieser SBC schon etwas höher als bei den anderen. Aber dennoch kann man auch sehr, sehr viel missziehen. Ich weiß, dass nicht jeder von euch diese SBC lösen kann. Von daher, die, die es machen, lasst es mich mal gerne wissen, was ihr gezogen habt. Und für die anderen, ja, ist nicht so schlimm. Man kann ruhig auf diese SBC verzichten, man muss sie nicht machen. Investiert auf keinen Fall irgendwelche FIFA-Points, um an die Spieler bzw. ja, irgendwie an Coins zu kommen. Macht das nicht. Spielt lieber diese erspielbaren Spieler und da bekommen wir in den nächsten Tagen sicherlich noch ein paar mehr dazu. Sind wirklich hervorragend, wir bekommen guten Content. Und das ist wirklich für diejenigen, die vielleicht den Verein voll haben. Wir brauchen ja für diese jeweiligen SBCs auch gar nicht so wirklich viel Chemie. Ihr könnt das auch aus dem Team heraus machen. Spart euch die Coins und ja, kauft euch auf keinen Fall FIFA-Points. Das kurz noch meine Meinung dazu. Aber auch für jeden, der das als Hobby sieht und da ein bisschen Geld investiert, habe ich auch komplettes Verständnis, das zu tun. Man spart sich auf jeden Fall viel Zeit mit Geld. Ja, das ist so. Aber nichtsdestotrotz hier der Hinweis noch. Investiert nicht in FIFA Points. So, das soll es auch schon gewesen sein. Ich drücke euch da wirklich felsenfest die Daumen, dass ihr wirklich was Gutes zieht. Lasst es mich gerne wissen auf Instagram, auf Twitter oder hier bei YouTube in den Kommentaren und ja, würde mich mal sehr interessieren. Und falls ich diese SBC abschließen sollte, das könnte theoretisch sogar echt sein, da ich noch ein paar Upgrade-Picks mache und noch einiges im Verein habe, auch high-rated. Und vielleicht komme ich ja auf den Gedanken, da wirklich diese SBC abzuschließen. Lasse ich es euch natürlich auch wissen. Ich mache vielleicht ein kleines Video, damit ihr da auch meine Reaktion mit dabei habt. Ja, gut, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn es das getan hat und ihr dank mir auch zur richtigen Lösung gekommen seid bei den jeweiligen SBCs, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und falls ihr zukünftige SBC-Lösungen nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. Das motiviert mich ungemein und in diesem Sinne reingehauen und wieder schauen. Peace.